Alright, und damit wäre ich auch wieder da, das hier eigentlich lesen. 6 Pfund! Alles klärchen. Das kriegen wir hin, Navi, nerv mich nicht. Wir sind hier jetzt gerade richtig im Angelsport drin, ja. Ich fühle das richtig. Also, wenn es jetzt nichts wird, Freunde, dann weiß ich beim besten Willen auch nicht mehr, was ich noch machen könnte, weil dann bin ich am Ende mit meinem Latein. Also werfen wir die Route jetzt einfach mal aus. Petri Heil, sage ich da nur zu. Wo ist mein Eistee und warum schwitze ich mich eigentlich immer noch tot? Ach ja, die Heizung ist noch an. Da war ja was. Okay, ich glaube, den dicken Fisch, den kriegst du nur, wenn du ein bisschen weiter im Wasser stehst, weil sonst ist der relativ unbeeindruckt von uns. Es reicht uns schon 7 Pfünder aus. Also ja, prinzipiell der dickste Fisch, den wir hier im Teich so finden können. Und den dürften wir, glaube ich, am besten bekommen, nicht wenn wir schwimmen, sondern wenn wir auf diesen Baumstumpf gehen. So, was haben wir denn da? Schön, es ist ja dick. Lohnt sich das? Oh, das lohnt sich, glaube ich, richtig. Jawohl. Den nehmen wir uns. Oder, Leute, was sagt ihr? So, Link, dann wirf mal die Angelrute bitte aus. Das ist doch mal eine herrliche Flugbahn. Das wird hundertprozentig was. Der ist mir ein bisschen zu schmal. Wobei, ne, ist er nicht. Ist er nicht. Das ist locker ein 7-Pfünder. Na komm, beiß an, du Assi. Mann! Wir entspannen uns jetzt einfach, Leute. Einfach ein bisschen runterkommen. Man muss ja beim Angeln, das ist ja auch wichtig, dass du da einfach auch so ein bisschen in den Chill-Modus kommst, ja? Einfach so den Tag vorbeiziehen zu lassen, sich nicht aufzuregen über Kleinigkeiten oder direkt auszurasten, wenn irgend so ein Scheißfisch mal wieder meint, nicht am Haken sein zu müssen, weil er gerne weiterleben möchte. Generell auch eigentlich doch eher nachvollziehbar. So, jetzt beiß an, du Arsch. Ja, willst du? Ist aber, glaube ich, nur ein 5-Pfunder. Blick's nochmal, das kann auch alles nicht wahr sein. Also wie gesagt, es geht halt beim Angeln primär darum, dass man so ein bisschen entspannt und ja, sich prinzipiell auch ein kleines Abendessen fängt. So, der hat doch jetzt Lust, oder? Ja, der hat Bock, das sehe ich. Das sehe ich einfach, wie er schwimmt. Der ist fokussiert auf den Angelhaken, der ist dabei, der verliert das Ziel nicht aus den Augen. Und das ist gut. Wenn er jetzt auch vielleicht mal eben anbeißen würde, dann wäre das ja noch schöner. Ich glaube, ich warte jetzt erstmal ein bisschen, bis er sich hier eventuell mal erbarmt. Okay. Wir regen uns da gar nicht auf. Wie gesagt, Angeln ist ja auch mehr so ein ruhiges Ding, ne? Wenn man Action haben will, dann gehst du jagen. Na komm. Ah, du hast Bock. Ja, du hast so Lust. Ich hätte das halt echt gerne auf Kamera, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, ihr beiden seid doch dicke Buben. Jetzt beiß doch mal an hier. Das ist übrigens schwer, das Ganze irgendwie zu kommentieren. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ja, das war nix. Sind wir uns, glaube ich, einig. Naja, wie gesagt, es ist schon schwer, das Ganze irgendwie spannend zu kommentieren, weil, naja, es ist halt Angeln. Was soll ich sagen? Ich bin nicht so der große Angler, weil ich da einfach auch gar keine Geduld für habe. Warte mal, wie war das doch? Das hatte was mit den Steinen hier zu tun, dass du darauf stehen konntest, weil ab hier wäre ja dann quasi Sabbat. Ne, wir können da auf jeden Fall nicht drauf. Okay, aber wir können versuchen, von hier einen schönen Fisch zu fangen. Hier sind wir auch so ein bisschen Stealth unterwegs. Boah, Alter, das ist mit der Kamera, das ist manchmal schon echt ein bisschen nervig, ne? Dass ich alles und jeden anvisieren muss. Meine Güte. Link, es ist ja schön, dass du was Neues entdeckst, aber oh. Muss es denn immer jeder scheiß Fisch sein? Und warum kriegt keiner einen Köder? Was ist das für ein schlechter Kundenservice? Wenn ich mir sag, wenn ich jetzt angeln gehe, dann möchte ich mit dem Köder angeln, aber dann fällt mir ein, der ist doch scheiße. Dann möchte ich auch gerne die Freiheit haben, mir einen anderen Köder zu nehmen. Und nicht gebunden zu sein. So, der Dicke kommt. Der hat Bock. Der hat richtig Lust. Der hat Interesse.
Der ist dick. Na, der ist scheiße, der Fisch. Witzig. Penner. Jetzt habe ich ihn. Oh, jetzt habe ich ihn am Arsch. Ja gut, am Arsch habe ich ihn jetzt nicht, aber das ist halt auch kritisch, weil das scheiß Ding kann loslassen. Und das ist das Problem. Da kann schon mal der ein oder andere Controller fliegen. Kennt ihr das Gefühl bei Call of Duty? Ich könnte jetzt auch FIFA sagen, aber ich zock kein FIFA. Aber kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einfach kurz vor Punkteserie seid und dann ist da ein so ein Typ, der nichts Besseres zu tun hat, als euch abzufacken. Oh komm, den kriegen wir. Jawollo! Geil, so will ich das nämlich sehen, Mann. Das ist locker. Ein 8. Ein echter Brocken ist es. 8 Pfund. 10 Pfund wiegt der. Geil. Ja, den Kollegen behalte ich auf jeden Fall. Jetzt wird nämlich erstmal reell gewogen. Das sage ich euch nämlich. Ich bin richtig gut drauf gerade. Und das merkt ihr, glaube ich. Jetzt ist aber wirklich Sabbat. Wir brauchen ihr hoffentlich nie wieder her. So, Kollege. Was sagst du denn dazu? Warum behalte ich den Scheißfisch jetzt nicht? Was möchtest du? Wiege meinen Fisch. Bitte, 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 bitte. Wow! Das ist ja ein Prachtkerl. Ja, Wollo, ne? Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er wiegt mindestens 10 Pfund. Okay, hier ist sein Preis. Alter, ich bin so ein geiler Typ. Es ist Wahnsinn. Wie, ich habe 4 Teile gesammelt. Was? Oh, Moment, Moment. Wir hatten noch Herzteile. Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, hä? Das wäre ein bisschen seltsam gewesen. Jetzt, warte eben ganz kurz. Ich brauche mein Handy eben ganz schnell. Das liegt natürlich auf dem Bett. Ich bin sofort wieder da. Ich kann eigentlich auch weiterreden, weil mein Mikro das aufnimmt. Weil ich möchte jetzt nämlich eben wissen, wie ich die silberne Schuppe kriege. Und, ja. Aber zumindest haben wir ein Herzteil. Oh, warte, wo ich gerade stehe. Oh. Ich kann ja ganz kurz die Heizung runterdrehen. Und mir was zu trinken holen. Das ist ganz wichtig, nachdem ich gerade so einen kleinen Outburst hatte, ist mein Hals doch ein wenig gereizt. Ich sag ja, Leute, beim Angeln, da geht's allen voran um Geduld. Und deswegen trinke ich jetzt auch erstmal einen Schluck. Prost auf uns, dass wir heute sowas Geiles auf die Beine gestellt haben, oder? Lecker. So, jetzt hört das mit dem Aufstoßen eventuell auch auf. Also, ich glaube, ich muss hier als Erwachsener herkommen und dann einen richtig dicken Kalli fangen. Aber ich bin mir da, was das betrifft, auch gerade unsicher. So. Die Silberschuppe müsste das gewesen sein. Silberschuppe Ocarina of Time. Schön. Auch Leute, das ist super. Also, nee, da bin ich doch echt begeistert. Nee, die goldene Schuppe, genau. Sind 1000 Pfund, um die goldene Schuppe sein eigen nennen zu können, muss Link in seiner mindestens 13 Pfund. Alright. Leute, ich glaube, ach ja, genau. Hey, ne? Ganz im Ernst, ja, beruhig dich. Was möchtest du? Ich möchte ganz gerne. Mir reicht's. Ich möchte ganz gerne gehen. Komm wieder, wenn du älter bist. Dann sind auch die Fische größer. Ja, macht Sinn, ne? Naja, oder auch nicht. Witzig. Naja, aber muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich zu. Das ist schön. Oh, mein Hals ist immer noch ein bisschen gereizt. Ich trinke noch mal ein bisschen was. Ah, das ist schon besser. Puh, schön. Dann wollen wir das gleiche nochmal als Erwachsener probieren. Das ist auch kacke, wenn man einige Sachen von dem Spiel dann nicht sieht. Das finde ich auch immer ein bisschen doof. Also machen wir das jetzt auch onscreen. Also hoch, rechts, links, hoch. Ich bin gerade ziemlich happy, weil ich hab's ja gesagt. Der Angler, der mir das Wasser reichen möchte, der muss noch erst geboren werden.
Und was ich nicht alles gesagt habe. Ach ja. Schön, also nicht. Bin happy. Echt. Also das lief gut. Einen ekligen Teil haben wir schon mal. Der andere eklige Teil kommt jetzt noch. Also hoffen wir einfach mal, dass das Ganze relativ schnell geht. Wir hatten jetzt gerade, muss ich dazu sagen, auch ein bisschen Glück, dass der Fisch dann doch so ein bisschen gehypt war. 13 Pfund brauche ich. Das überbieten wir aber, Leute. Wir holen uns einen 14 Pfunder. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch vollends zufrieden, wenn wir überhaupt irgendwas ziehen, was 13 Pfund wiegt. Aber wie das halt so ist, je dicker die Fische sind, desto mehr Kraft haben die auch. Im Wasser halt sowieso ein bisschen mehr als an Land, ist ja klar. Ich meine, Fische haben an Land nicht so die Chance, dafür haben wir im Wasser nicht so die Chance, also wenn wir unter Wasser sind. Von daher gleich sieht das dann so ein bisschen aus, ne? Aber es wird auf jeden Fall nicht einfacher werden. Das ist das, was ich euch auf jeden Fall schon mal garantieren kann. Natürlich werde ich wieder mit feinsten, dummen Sprüchen und ein bisschen Scheiße labern glänzen. Also seid euch dessen auf jeden Fall gewiss. Auf jeden Fall A runter, rechts, rechts, links. A runter, rechts, rechts, links. Perfekt. Geil. Mir fällt gerade auf, mein Kollege hat einfach eiskalt meinen Energy mitgenommen, den ich mir gestern noch gekauft habe. Naja, komm. Der hat eh nur 1 € gekostet, insofern alles gut. Kann er wegen mir auch behalten. So Leute, seid ihr bereit, das Game komplett auf den Kopf zu stellen? Also jetzt nicht das Hauptgame, sondern das Angelgame. Also ich bin auf jeden Fall sehr bereit. Okay, Junge. Ah, das war gerade echt so ein richtig schöner Moment, wo ich mir einfach gedacht habe, ja, das ist es jetzt nämlich auch. Das war ganz cool. Ich werde mich natürlich wieder auf demselben Spot hinpflanzen. Weil das hat ja gerade sehr gut funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil mich der Fisch tatsächlich nicht gesehen hat. Ich meine, gut, ich bin ja jetzt auch relativ auffällig gekleidet. Wo ich noch etwas jünger war, habe ich mich ja dann doch eher der Natur angepasst. Ich wollte gerade sagen, Link, da kommst du doch hoch. Und einmal rein. Ob das jetzt auch wohl hier drin steht? Der größte Fang an diesem See wog 10 Pfund, gefangen von Marvin. Na, kennst mich noch? Nun, willst du für einen Zwanni angeln? Ja. Oh nein, Rumble Pack, Pech für dich. Ja, geht zum Rand, bla bla. Ja, ich habe sowas von alles verstanden. Ich bin sehr großzügig, genau. Dass er sich auch nicht an uns erinnert, ne? Dass ich so ein unfassbar cooler Typ bin. Aber wer weiß, vielleicht, wenn wir die Goldschuppe erlangt haben, dann würde es ihm wieder einfallen und quasi wie Schuppen von den Augen fallen. Kleiner Anglerwitz. Ja, ich sag ja, ich bin. Ey, da ist ein Dicker. Ich bin jetzt, was Angeln betrifft, bin ich komplett drin. So, das ist jetzt zwar nicht ganz derselbe Spot. Das macht aber insoweit jetzt erstmal nichts. Oh mein Gott. Das ist ein dicker Kalli hier. Na komm. Recognize me. Der will das doch. Ah, der ist angefixt. Ey, jetzt beiß doch mal an, du Arsch. Ja, ich weiß, dass der Bock hat. Ja, komm, ziehen wir uns den erstmal. Ich meine, der wiegt nicht mal 10 Pfund. Das glaube ich fast nicht. Wäre cool, wenn das jetzt schon ausreichen würde, ne?
Aber glaube ich nicht. Dafür ist er zu klein, wenn der Mann gerade auf 8 Pfund kommt. Glaube ich nämlich überhaupt nicht. Also 6 Pfund ist maximal, ne? 4 Pfund nur? Natürlich will ich ihn nicht behalten. Was soll ich mit dem Scheiß? Okay. Wir machen es halt wieder echt so, dass wir hinter die Steine gehen. Am besten hier hinter. Und jetzt ziehen wir uns den Fisch einfach. Bin aus welchen Gründen auch immer ganz still. Das ist, weil mich das Spiel einfach schon so vereinnahmt hat. Dieser Sport. Pure Emotionen auf jeden Fall. Und dieser räudige Fisch ignoriert uns einfach komplett. Okay. Das tut weh. Das finde ich so auch nicht okay von ihm. Aber vielleicht hat er jetzt ein bisschen mehr Interesse. Ich denke nämlich schon. Wenn mich die anderen Scheißfische mal eben in Ruhe lassen würden, das wäre schon sehr geil. Weil die brauche ich halt nicht. Ich brauche halt den. Das ist der Fisch meiner Träume. Diesen begehre ich. Ja, wobei der andere sieht auch gut aus. Reißt euch bloß nicht drum, wer hier zuerst anbeißt. Ich bin euch da nicht böse drum. Ich habe genug Zeit mitgebracht. Na komm, jetzt beiß an. Ey, du bist so ein Penner. Naja, komm. Das gleiche nochmal. Es muss, irgendwann muss es einfach mal klappen. Es geht hier so viel Zeit drauf, das ist Wahnsinn. Und es wird gleich so ein Akt und ich weiß, dass der abgehen wird vom Haken. Da sehe ich den einfach. Willst du mich verarschen? Nee, aber wie gesagt, das ist halt so ein Ding, da kann der Controller dann auch mal ganz schnell wegfliegen wie in Call of Duty. Wenn irgendjemand einfach meint, euch kurz vor Erhalten der neuen Punkteserie dann noch eben zu töten, weil er euch einfach gar nichts gönnt und generell im Leben auch nicht viele Freunde hat. Ja, ich habe in letzter Zeit wieder viel Call of Duty gespielt. Das Neueste, das ist super. Hat echt Spaß gebracht. Oder macht es auch immer noch tatsächlich. Natürlich nur mit Freunden, aber das ist ja quasi bei solchen Spielen immer so. FIFA habe ich auch tatsächlich ausprobiert für FIFA 21. Aber was soll ich sagen, das ist halt absolut nicht mein Spiel. Ich kann dem echt nichts abgewinnen. Ich meine, ich mag Fußball sehr gerne sogar. Aber ich finde immer, es ist eigentlich sinnvoller, dass man sich einen vernünftigen Lederball holt. Ja, komm, beiß an. Und einfach draußen ein bisschen hin und her kickt, als das Spiel zu spielen, weil es 60 Euro kostet. Oh mein Gott! Alter, ich hab nicht A gedrückt, das kann ein Fehler gewesen sein. Der ist aber auch nicht so dick. Können aber gerade so ausreichen. Wenn das jetzt nur ein 10 Pfunder ist, dann raste ich hier komplett aus. Dann ist der Ofen aber aus, Leute, das sage ich euch. So, noch ein bisschen an den Steinen entlang schleifen. Das ist immer ganz gut, um den ein bisschen zu paralysieren. Na komm, der muss doch hier jetzt ein bisschen was auf den Rippen haben. Wow, das ist ja ein echter Brocken. Tatsächlich, er wiegt 9 Pfund. Nein. Wie schwer muss das Scheißding nochmal sein? 13 Pfund, oder? Scheiße. £13. Und das Ding wiegt schon 9 Pfund. Naja gut, er hat sich auch nicht so heftig gewehrt. Ich muss ihn haben. Also das ist wirklich der Fisch, den brauche ich. Das ist so ein desinteressiertes Scheißviech. Nee, ich will dich nicht fangen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen auf Discord. Ich glaube, das hat man sogar sehr deutlich gehört. Du bist so ein räudiges Stück Tier. Mann, ey. Kein Wunder, dass das bei mir auf dem Teller landet. Wenn die sich hier so mir gegenüber verhalten. Ich will die doch nur einfach ganz locker flockig fangen. Um sie dann in weiß ich was zu verarbeiten. Na komm.
Nun stell dich nicht so an. Ich weiß, du willst das. So, die anderen Scheißfische können mal ganz gepflegten Abflug machen. Verpisst euch bitte. Komm schon. Ich mache einfach so ein bisschen, dass ich A so ein bisschen pushe. Dass er nicht das Interesse verliert, weil das passiert ganz schnell. Die Aufmerksamkeitsspanne von dem Ding ist einfach nur scheiße. Aber Leute, gut, ja, ich habe wenigstens das Herzteil bekommen. Rest mache ich offscreen. Wir sehen uns. Ciao.